Hallo, ihr Motorradverrückten. Heute zerlegen wir gemeinsam den Vergaser der Yamaha FJ1100. Und wir haben heute Glück, Freunde, denn wir haben von einem baugleichen Vergaser bereits ein Video für euch angefertigt und das bekommt ihr gleich zu sehen. Das ist das Video von der XJ900, zum Beispiel vom Modell 58L. Ja, die Vergaser sind identisch aufgebaut, das heißt, mit dem Video könnt ihr arbeiten. Es gibt einen kleinen Unterschied und den zeige ich euch. Ihr habt hier bei eurem Vergaser hier und hier drüben ein T-Stück, wo der Kraftstoff zuläuft. Im Video seht ihr bei dem Vergaser von der XJ900 hier in der Mitte das T-Stück, wo der Kraftstoff zuläuft und hier so ein kleines Röhrchen, wo er dann sozusagen weitergeleitet wird. Das ist im Grunde der einzige Unterschied. Ganz wichtig für euch zu wissen, bitte schaut in die Videobeschreibung, die O-Ringe, die ihr hier drauf habt, ja, ihr trennt bitte die Vergaser voneinander. Ganz wichtig, erstens müssen die O-Ringe mal neu gemacht werden und zweitens kommt ihr so bei diesem Modell gar nicht dabei dazu, den Chokekolben rauszuschrauben. Also die O-Ringe, die hier drauf gehören und die hier drauf gehören, die sind in den Reparatursätzen jeweils mit enthalten. Und die, die auf den Entlüfter drauf gehören, auf dieses T-Stück hier, also hier 1, 2 und hier drüben 3 und 4, die sind im Reparatursatz nicht mit dabei, die verlinken wir euch extra in der Videobeschreibung. Also los geht's mit dem Video. Wie immer zeige ich euch das anhand eines Einzelvergasers, die anderen drei sind identisch aufgebaut, das schafft ihr allein. Bevor es losgeht, schauen wir erstmal, was brauchen wir an Werkzeug. Ihr benötigt einen 14 mm Gabelringschlüssel, einen schlanken Dorn, verschiedene Schlitzschraubendreher. Ich habe hier auf meinem Tisch mein kleines Imbusswerkzeug liegen, da hier schon Imbusschrauben verbaut sind. Eine kleine kräftige Taschenlampe, hier ganz wichtig bei diesem Vergaser. Einen Kreuzschlitzschraubendreher in der Größe PH2 sowie in der Größe PH3 und eine kleine Spitzzange. Ein wichtiger Hinweis noch, bitte schau auf alle Fälle einmal kurz in die Videobeschreibung. Sollte ich vergessen etwas zu sagen oder sich im Nachhinein zu deinem Vergaser noch eine Info ergeben, kann ich das dort nachtragen. Außerdem findest du in der Videobeschreibung eine Mailadresse von einem Profi, zu dem du deinen Vergaser zur Ultraschallreinigung schicken kannst. Weiterhin wird gern gefragt, verdient der Vergaseronkel denn eigentlich Geld damit? Das ist das Coole, wenn du mit den Affiliate-Links die Reparatursätze aus der Videobeschreibung kaufst, unterstützt du unseren Kanal beim Erhalt und beim Wachstum. Außerdem einen Shop mit schneller Lieferung und mit fantastischen Bewertungen. So Freunde, wir legen los. Vorab eine Information. Ihr seht hier diese wunderschöne Choke-Mechanik. Ja, und wenn du mal bitte hier zum Beispiel rankommst, hier sieht man ganz deutlich, der geöffnete Choke Kolben stößt schon fast an den nächsten Vergaser heran. Das bedeutet, in diesem Video werden wir auch die einzelnen Vergaser voneinander trennen, denn ansonsten ist es nicht möglich, die Chokekolben herauszuholen. Ob ihr das auch so macht oder jetzt den Chokekolben quasi drinnen lassen wollt beim Reinigen, ich möchte es gerne gründlich machen. Ich zerlege das also nur, dass ihr wisst, aha, okay, ist ein klein wenig aufwendiger, das als Vorwarnung. Wir legen los mit dem Choke. Und zwar habe ich ja heute noch einen zweiten Vergaser auf dem Tisch, nur um euch den Unterschied zeigen zu können. Hier gibt es zwei Varianten, und zwar diese mit dem Betätigungshebel direkt am Vergaser und diese, wo hier ein Baudenzug eingehängt wird, der dann sozusagen vom Lenker den Choke bedient. Der Vergaser ist ansonsten genau der gleiche, ist auch tatsächlich vom gleichen Motorrad, entzieht sich tatsächlich meiner Kenntnis, weiß ich leider nicht, wann von dieser auf diese Betätigung umgebaut wurde. Ich wollte es euch nur zeigen, dass ihr euch nicht wundert. So, also wir legen los. Einen ganz wichtigen Tipp von mir. Wenn ihr hier schaut und hier an diesem Chokegestänge diese zwei Löcher seht, hier ist eins, ja, und hier drüben auch nochmal, dann bedeutet das in aller Regel, dass sich hinter der Stange eine kleine Feder und eine kleine Kugel verbergen. Ihr müsst also beim Zerlegen vorsichtig sein. Die Feder drückt von hinten auf die Kugel und das Ganze hält das Gestänge etwas fest, dass man sozusagen den Choke in unterschiedlichen Zuständen sozusagen arretieren kann. Ansonsten würde ja der Choke durch die Federn, die hier auf jedem Chokekolben drauf sitzen, immer wieder von allein in Ausgangsposition zurückspringen. Das also zur Warnung, ich zeige es euch gleich, ich wollte es nur vorab sagen, wenn ihr also anfangt zu zerlegen,
dann achtet da bitte drauf. Wir beginnen, indem wir diese vier kleinen Madenschrauben lösen. Und passt bitte auf, ihr müsst die nicht herausschrauben, wenn ihr von oben reinschaut. Ich mache das jetzt hier einmal als Beispiel. Wenn ihr dort von oben hereinschaut, seht ihr, die greifen dort sozusagen in eine Vertiefung in diese Stange. Und ihr müsst sie aber nicht ganz rausschrauben, es reicht also so, ja, sieht man, wunderbar. Es reicht also so, dass die kleine Nase aus der Vertiefung der Stange heraus ist. Das mache ich jetzt bei den anderen Vieren und dann geht es weiter. So, die vier Madenschrauben sind gelöst, aber noch drin. Und jetzt könnt ihr hier drüben anfassen, ja. Und am besten ist, ihr dreht erstmal ein kleines Stückchen. Und dann werdet ihr merken, da gibt es einen kleinen Widerstand, denn, zeige ich nochmal, hier, wo also die Feder mit der Kugel dahinter sitzt, sehen wir gleich richtig, gibt es von hinten nochmal eine kleine Vertiefung, dass sozusagen das Gestänge dort in den Nullpunkt, im Nullpunkt arretiert wird. Ich drehe das jetzt ein kleines bisschen, dass die Vertiefungen in der Stange sich nicht verheddern und ziehe jetzt diese Betätigungsstange langsam zur Seite heraus. Und jetzt müssen wir bitte mal hier drüben schauen. Ja, jetzt fangt ihr hier hinten an, diesen kleinen Betätigungshebel herauszunehmen. Jetzt ist ja die Stange hier gleich raus. So, festhalten und beiseite legen. Und so macht ihr das dann bei allen vier Vergasern, bis die Stange ganz draußen ist. So. Und so. Legen wir das beiseite. Und jetzt, ich weiß nicht, ob wir das sehen können, wenn du mal versuchst, hier reinzuschauen, dort seitlich in diese Öffnung. Ich kann es leider gerade gar nicht sehen. Sieht man da eine Kugel? Ja, super. Da ist die Kugel mit der Feder dahinter. Und die liegt da tatsächlich nur drin. Das heißt also, wir müssen jetzt den Vergaser umdrehen und das vorsichtig herausholen. Passt also bitte auf, dass euch das nicht wegkullert. Da ist die erste. Und die Feder, schaut mal bitte, so sieht das aus. Ja. Und das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite noch und dann geht es weiter. So, schaut mal bitte, hier haben wir die zwei Federn und die zwei kleinen Kugeln. Ja, legt das gut weg, dass euch das nicht wegkullert. Das brauchen wir ganz unbedingt natürlich wieder bei der Montage. Ansonsten könnt ihr den Choke nicht in der Position arretieren, in der er gerade benötigt wird. So, ich schiebe das hier beiseite. Und wir machen weiter mit dem Chokekolben an sich. Ihr braucht jetzt den 14 mm Gabelringschlüssel und könnt jetzt hier, hier kommt man sehr gut ran im Vergleich zu vielen anderen Vergasern, mit der Ringseite hier die Verschraubung von dem Choke lösen. Ja, und den Rest mache ich ja einfach von Hand. So, und dann kann das hier herausgezogen werden. So sieht der aus. Hier ist die Feder verbaut. Das kann man hier auch voneinander trennen. Das sitzt hier nur, sagt er einfach so, das ist hier nur gesteckt. So, bitte sehr, Feder, Chokekolben und Deckel. So sieht das aus. Und jetzt sagte ich ja zu Beginn, wir haben hier das Problem, Moment, ich brauche mal meine Spitzzange, dann kann ich euch das nochmal zeigen, dass wir hier den Choke zwar lösen könnten, den Sechskant, aber wir können ihn hier nicht ausbauen. Das heißt also, im nächsten Schritt werden wir jetzt die Vergaser voneinander trennen. Weil die Vergaser im getrennten Zustand ja ein bisschen instabil sind, ja, die stecken ja denn nur noch an ein paar kleinen Stellen zusammen, zeige ich euch gleich, löse ich hier vorher schon diese restlichen drei Chokekolben, dass es also einfach schon locker ist. So. Und dann geht es los mit dieser Verbindungsschiene. Das ist die, an der auch die Standgasschraube befestigt ist. Hier sind schon Inbusschrauben verbaut. Deswegen habe ich auch mein kleines Inbuswerkzeug heute hier. Euch hatte ich eingangs gesagt, dass ihr einen PH3-Schraubendreher braucht. Hier sind Kreuzschlitzschrauben original verbaut in der Größe PH3. Wenn die Köpfe hier beschädigt sind, kommt man hier an dieser Stelle auch sehr, sehr gut mit einer kräftigen Wasserpumpenzange heran. Ja, also bei den originalen Schrauben ist es ja oft so, dass die Kreuzschlitzköpfe nicht mehr ganz in Ordnung sind und da könnt ihr gut mit einer Zange arbeiten. Ich schraube jetzt diese Schrauben alle heraus und bin dann gleich wieder für euch da.
So, Freunde, die Schrauben sind draußen. Ihr könnt diese Verbindungsschiene einfach nach oben wegnehmen. Es empfiehlt sich, vorab vielleicht die Standgasschraube ein bisschen locker zu drehen, denn die drückt mit diesem Punkt hier einfach dagegen, ja, an dieser Stelle, und stellt damit die Drosselklappenwelle ein ganz klein wenig in die Stellung offen. So, das lege ich beiseite. Und dadurch, dass die Schwimmerkammern an dieser Stelle hier so eine Ausformung haben, ich lege die das hier nochmal ganz kurz drauf, dann seht ihr das, würde das hier sowieso bei der Montage, Demontage stören. Ja? Also man kommt da sehr, sehr schwer nur dran vorbei. Das heißt, im weiteren Verlauf bleibt diese Schiene demontiert. Und die zweite werden wir aber, nachdem die Chokekolben draußen sind, wieder montieren, dass der Vergaser sozusagen eine mechanische Stabilität hat. Die zweite Schiene ist diese. Auch hier sind bei mir schon Inbusschrauben verbaut. Auch hier sind original, leider Gottes, ziemlich weiche Kreuzschlitzschrauben montiert. Also auch hier werdet ihr wahrscheinlich wieder eine Zange brauchen, um das zu lösen. Schaut bitte. Hier sind nochmal zwei Befestigungen oder zwei Durchführungen montiert. Ich mache das ganz einfach so, dass ich jetzt diese Schrauben auch alle herausschraube und lege mir die in der Reihenfolge hin, wie die hier reingeschraubt werden. Hier mit diesem Bügel und hier mit diesem kleinen Bügel, und dann weiß ich Bescheid. Ansonsten könnt ihr natürlich auch vorher ein Foto machen. Also, Schrauben kommen jetzt raus und dann geht es sofort weiter. So, die Schrauben sind alle draußen, und wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen wackle, seht ihr auch schon, was ich meine. Das wird natürlich alles ziemlich labil dadurch. Ich nehme die Schiene jetzt weg und jetzt müsst ihr, wann immer ihr diesen kompletten Vergaser bewegen wollt, einfach von außen ein kleines bisschen drücken. Ja? Ich drehe den jetzt wieder vorsichtig um. So. Möchte euch das ja mit dem Choke zeigen. Jetzt haben wir hier insgesamt zwei Verbindungen. Können wir hier bitte mal einmal reinschauen? Das hier ist das Röhrchen, durch den der Kraftstoff transportiert wird. Wir müssen jetzt bitte einmal weiter. Der Kraftstoff fließt ja hier in der Mitte über dieses T-Stück zu und geht dann einmal weiter zur rechten und einmal zur linken Seite. Und durch dieses Röhrchen fließt er von diesem zu diesem Vergaser sozusagen weiter. Dann gibt es hier oben dieses helle Kunststoffteil, gibt es noch die Entlüftung, ja, die verbindet die beiden. Und dann gibt es, ups, ja, alles gut? Ja. Wunderbar. Entschuldigung. Alles cool? So, gibt es auch was zu lachen, warum nicht? Genau, dieses Teil, das ist auch nur gesteckt, ja, das kleine Röhrchen ist gesteckt, da sitzen O-Ringe drauf, hier sitzen O-Ringe drauf. Und dann gibt es zu guter Letzt hier die Verbindung der Drosselklappenwelle mit der Schraube zum Synchronisieren. Wenn ihr den trennt, müsst ihr im Nachhinein sowieso synchronisieren, kommt ihr nicht drum rum. Hier ist eine kleine Feder drunter. Bevor ich jetzt versuche, das nur so weit auseinanderzuziehen, dass die Feder hier noch drunter bleibt, kann ich euch sagen, könnt ihr bei diesem Vergaser vergessen. Die lässt sich auch im Nachhinein gut montieren. Ich hole die hier also vorher schon raus. So, Finger drüber, dass es nicht schnäpst. Bitte sehr, das ist die kleine Feder. Damit ist also die Verbindung von der Drosselklappenwelle gelöst. Ja, man sieht es hier auch. Und jetzt kann ich den Vergaser einfach mit ein klein bisschen Bewegung zur Seite ziehen. So, ich halte hier ordentlich fest. Ich will ja nur im Moment diese beiden hier voneinander trennen. Und so, jetzt könnt ihr das dort unten auch sehen. Schaut mal, das ist das Röhrchen. Hier sitzen die O-Ringe drauf. Die erneuert ihr bitte, denn die sind im Reparatursatz, der wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, mit enthalten. Ich habe die hier schon neu gemacht, das Röhrchen bitte auch schön mit sauber machen. Da kann man auch mal ein ganz kleines bisschen vorsichtig drüber schmirgeln, weil die O-Ringe, die da drin sitzen, sind garantiert noch die ersten. Auch hier macht ihr einfach neue O-Ringe drauf und denkt bitte beim Zusammensetzen daran, dort ordentlich ein bisschen Silikonspray dran zu machen, dass es gleitet. Und hier drinnen sitzt das Röhrchen, was den Kraftstoff verteilt, ja, das mit diesem doppelten O-Ring. Auch da bitte einfach nochmal vielleicht mit einem ganz sauberen Lappen, mit einem Tropfen Öl dran reingehen und das, ich will nicht sagen polieren, aber trotz dessen, dass die Vergaser im Ultraschallbad waren, kann dort eben noch eine kleine Ablagerung vielleicht manchmal hängen bleiben. Das ist dort sehr, sehr hartnäckig.
weil das wurde eben über viele, viele Jahre oder sogar Jahrzehnte nicht bewegt. Da drin also bitte nochmal kontrollieren und sauber machen. So, und jetzt haben wir diese Vergaser voneinander getrennt. Kannst du mal ein Stückchen, danke sehr, super. So, und genauso könnt ihr das an diesen Stellen auch machen. Ja, also ich mache immer nur ein, dann mache ich das wieder zusammen und dann würde ich hier auseinanderschieben und dann baue ich zusammen und dann würde ich hier trennen und dann baue ich wieder zusammen. Das ist also, wenn man das nicht oft macht und vielleicht auch ein bisschen Bammel hat, habe ich jetzt an alles gedacht, die einfachste Lösung. Und jetzt könnt ihr hier, ich hatte das ja vorher gelöst, ja, könnt ihr hier den Schuhkolben herausschrauben und beiseite legen. Und jetzt brauche ich ja auch mein Silikonspray. Sprühe ich ja auch nochmal schnell ein bisschen ein. Und jetzt montiere ich das. Ich würde euch empfehlen, natürlich, wenn ihr den Vergaser ins Ultraschallbad packen wollt, ja, alles wieder zusammenbauen und erst am Ende, wenn ihr also den Choke wieder montiert, dann natürlich erst die neuen O-Ringe zu verbauen, dass ihr nicht mit den neuen O-Ringen den Vergaser zwei- oder dreimal auseinander und zusammenbauen müsst. Jetzt wird er also nur zusammengeschoben. Und ich mache das auch, um das zu vermeiden, die O-Ringe zu stressen, stecke ich jetzt den Choke hier wieder rein, ja, weil gereinigt ist der Vergaser schon. Und dann kann ich das hier wieder zusammenbauen. Ein klein bisschen Bewegung hilft hier und dann flutscht das hier ordentlich rein. So, ist wieder zusammen. Und die Feder montiere ich zum Schluss, wenn der Vergaser wieder ein bisschen Stabilität hat. Und zwar mache ich das so, da hat jeder so seinen Trick. Ich drücke das hier also mit der kleinen Spitzzange zusammen und dann mit dem Daumen hier rein. Das ist ein bisschen Übungssache. Passt auf, dass die euch nicht wegschnipst und ihr die nicht wieder findet. Aber das ist im Grunde die günstigste Lösung. Du kannst natürlich auch eine Kombizange nehmen und von vorne hier versuchen zu drücken, aber man kommt dann eben nicht ran, um die Feder reinzudrücken. Aus meiner Sicht ist das hier die beste Lösung, die zusammenzudrücken und dann hier reinzudrücken. Moment, ich zeige es euch gleich, wenn die Schiene wieder dran ist, zeige ich euch das. Jetzt bringe ich den Vergaser wieder in die Position für die Schiene. Ja, also wieder zusammendrücken. So. Ja, also wir gehen jetzt davon aus, ihr hättet das jetzt für alle drei übrigen Chokolben gemacht. Hier seht ihr, dass diese Schiene so kleine Einschnitte hat. Das ist hier dafür gedacht, dass hier die Gehäuse auch richtig passen. So, jetzt wird das hier wieder richtig ausgerichtet und dann schraubt ihr zuerst die Schrauben etwas locker rein, ja, und könnt das dann nochmal ausrichten und dann ein bisschen fester. Und ganz zum Schluss, ich sage es jetzt auch gleich schon mit dazu, ganz zum Schluss, wenn also auch die zweite Schiene montiert wird, drückt man den Vergaser eigentlich mit dieser Fläche auf eine gerade Arbeitsunterlage, dass der also sozusagen ausgerichtet ist. Ja? Ich fange jetzt an und schraube die kleinen Schrauben hier wieder rein und dann zeige ich euch noch, wie man die Feder montiert. So, Freunde, die Schiene ist wieder montiert. Wie gesagt, ich habe jetzt hier erstmal Handwarm angezogen. Am Ende muss das ja nochmal ein klein wenig ausgerichtet werden. Aber jetzt kann man den Vergaser wieder gefahrlos bewegen. Und jetzt zeige ich euch noch schnell diese Montage von der Feder. Theoretisch könnte man jetzt sagen, da ja sowieso eine Einstellung gemacht werden muss, könntet ihr diese Schraube jetzt auch ganz rausschrauben. Ich versuche die Einstellung, die da war, beizubehalten, weil man dann in aller Regel nicht so viel korrigieren muss beim Synchronisieren. So, jetzt drehe ich das hier mal ein ganz kleines bisschen. Ich nehme also die Feder hier ziemlich vorne in diese Spitzzange rein, drücke die zusammen und drücke sie dann einfach hier in den Sitz rein. Hier ist also relativ viel Platz im Vergleich zu anderen Vergasern, geht es hier sehr, sehr leicht. Ja, ihr habt gesehen, ein kleines bisschen Übung. Wichtig ist, dass ihr sozusagen von drei Seiten hier dabei seid, dass die Feder also nicht irgendwo hinschnipsen kann, wo ihr dann vielleicht ein Problem habt, die wieder zu finden. Gut, damit wäre das wieder montiert. Ihr müsst es natürlich mehrfach machen, ja, für jeden Choke einmal. Denkt daran, erst wenn der Vergaser dann sauber ist, dann bitte die O-Ringe auf den Röhrchen zu erneuern und ganz zum Schluss einmal zu montieren, nämlich dann, wenn ihr die Choke-Kolben wieder einbaut. Das ist also ganz wichtig. Damit hätten wir diesen Punkt mit dem Trennen und mit der Demontage von dem Choke erledigt. Und jetzt geht es endlich an den Vergaser selbst. Es geht weiter mit der Schwimmerkammer. Hier gibt es 1,
zwei, drei, vier Schrauben. Bei euch sicherlich auch nach wie vor Kreuzschlitz. Größe PH2 wäre die richtige. Hier sind schon schicke neue Imbusschrauben verbaut. Die schraube ich jetzt raus und dann schauen wir mal, wie es unter dem Deckelchen aussieht. Die vier Schrauben sind raus. Deckel könnt ihr gerade nach oben abnehmen. Dieser Deckel hier hat eine Besonderheit. Dazu sage ich gleich noch etwas. Und wenn ihr hier reinschaut, hier in die Schwimmerkammer, dann sieht es da alles schon ziemlich schick aus. Ich befürchte, das, was ihr gerade auseinanderbaut, wird nicht so gut aussehen. Warum ist denn hier jetzt schon alles neu? Das machen wir doch sonst normalerweise hier gar nicht auf dem Kanal. Das war hier absolut notwendig, denn der Vergaser war in einem Zustand, in dem man nichts hätte sehen können. Wir verlinken euch mal unten in der Videobeschreibung das Video. Vielleicht kennt ihr das auch schon. Ist dieser Vergaser noch zu retten? Das ist genau der hier. Und wollte ich euch einfach nur sagen, nicht, dass ihr euch wundert, warum hier schon die Neuteile verbaut sind. Das wäre anders gar nicht möglich gewesen, euch hier zu zeigen, worum es hier geht. So, jetzt ganz wichtig, ich sagte auch eingangs, die Taschenlampe ist heute sehr, sehr wichtig. Schaut mal, nein, entschuldige, wir müssen nochmal hier schauen. Hier gibt es so ein Messingröhrchen. Ja? Durch dieses Messingröhrchen wird der Kraftstoff für den Choke nach oben zu dieser Choke-Mechanik gesogen. Dieses Röhrchen steckt, wenn der Deckel montiert ist, in diesem Schacht, ja, da drinnen. Und dort unten seht ihr ein Loch in der Schwimmerkammer. Durch dieses Loch fließt Kraftstoff in diesen Schacht. Und dass die Menge begrenzt wird, dazu ist dort ganz unten drin eine Düse verpresst. Ob wir die jetzt sehen, das weiß ich nicht. Das ist eine kleine Messingdüse. Schwer zu sehen. Aber ich kann euch dazu was zeigen. Wenn ihr hier reinleuchtet, müsst ihr dort das Licht sehen. Und das ist bei ganz, ganz vielen ein großes Problem, dass nach langer Standzeit sich das dort zusetzt. Mechanisch ist ja in dieser Tiefe dort gar nicht ranzukommen. Bitte nicht mit einem Bohrer oder so versuchen. Wird dieses Loch dort zu groß, läuft die Maschine mit Choke viel zu fett. Das heißt also, wenn ihr das mit eurem Ultraschallbad nicht sauber bekommt oder dort ein Problem habt, schreibt mir eine Mail, schreibt in die Kommentare, helfe ich euch gerne mit dem passenden Kontakt, wo ihr das hinschicken könnt zum Reinigen. Das müsst ihr also bei allen vier Schwimmerkammern unbedingt kontrollieren. Diese kleine Öffnung muss zwingend frei sein. Im nächsten Schritt bauen wir den Schwimmer aus. Dazu brauchen wir jetzt den kleinen Dorn. Der Schwimmer ist hier gesteckt mit einem Stift, ja, der hier geht leicht raus. Sollte das schwer gehen, wäre eine gute Möglichkeit, dass man hier rankommt, um vorsichtig, immer schön vorsichtig zu klopfen, immer hier ein Holz drunter legen, weil diese Nasen, die brechen hier sehr, sehr gerne weg. Das ist also ein eher sprödes Material. Wenn das so nicht rausgeht, müsst ihr sowieso die voneinander getrennten Vergaser einzeln auf den Tisch legen, sonst kommt man hier niemals, ihr seht das ja, sonst kommt man hier niemals gerade ran. Du musst ja gerade rankommen, um hier vorsichtig hämmern zu können und so geht das nicht. Ganz wichtig, wenn das hier klemmt, Temperatur ist eine sehr, sehr gute Geschichte, 80 Grad und dann wird dieses, was das verklebt, sozusagen weich und dann ist die Möglichkeit deutlich besser gegeben, um das zu demontieren. So, der Stift kommt raus, den Schwimmer halte ich fest. So, der kleine Stift ist draußen. Schwimmer kann jetzt gerade nach oben herausgehoben werden. Am Schwimmer hängt, oh, ihr seht es fantastisch, das Schwimmernadelventil. Ja, das ist hier schon ein neues. Wenn wir jetzt mal von oben schauen, da hängt dieser kleine Drahtbügel auf dieser Metallzunge. Und das wird jetzt hier vorsichtig angefasst und nach vorne heruntergeschoben. Bitte sehr, da haben wir das Schwimmernadelventil. Den Schwimmer legen wir hier hin, den überprüft ihr, ob der ganz ist. Und dann geht es hier an dieser Stelle weiter. Ihr braucht den Kreuzschlitzschraubendreher in der Größe PH2 und löst diese Sicherungsschraube. Die hält das Schwimmernadelventil, also das Zuflussteil sozusagen, den Ventilsitz in Position. Upsi. Kleine Schraube ist schon raus. Jetzt gibt es hier noch ein Sicherungsblech, das liegt hier drauf. Das sieht so aus. Und dann sind wir schon am Schwimmernadelventil. Ich habe ja gesagt, ich habe hier schon Neuteile verbaut, weil mit den alten Teilen hättet ihr hier nichts erkannt. Die sahen wirklich schrecklich aus. Deswegen fasse ich hier äußerst vorsichtig von außen an, um das Schwimmernadelventil hier
vorsichtig rauszuwackeln. Ihr könnt da natürlich auch mit der Zange reinpacken, weil ihr verbaut ja dann sowieso ein neues. Bitte sehr, so sieht das aus. O-Ring, ein kleines Sieb ist hinten dran, ist ja im Reparatursatz so mit dabei, also gar kein Thema. So, weiter geht's mit der Hauptdüse. Die steckt hier oben. Die schraube ich jetzt heraus. Denkt bitte daran, achtet darauf. Ich weiß ja, bei euch sieht das jetzt alles nicht so schick sauber aus, dass unter der Hauptdüse hier, oh, ich habe es jetzt mit rausgehoben, noch eine kleine Scheibe sitzt. Ja, eine kleine Messingscheibe, die ist wichtig, dass die Hauptdüse am Ende in der richtigen Höhe in der Schwimmerkammer sitzt. Und im nächsten Schritt haben wir hier in dieser Vertiefung die Leerlaufdüse drin. Nehmt bitte einen gut passenden Schraubendreher. Ja, 4 mm passt hier. Super. Und dann mit leichtem Druck von oben und einem kleinen Ruck arbeiten. Schraubt ihr die Leerlaufdüse heraus und lasst die hier einmal rausfallen. Entschuldigung, jetzt ist hier die Dichtung mit abgegangen, aber die können wir ja auch beiseite legen. So, bitteschön, die Leerlaufdüse, so sieht diese aus. Und ja, jetzt habe ich hier noch an der Ansaugseite des Vergasers eine Luftdüse, die ist auch im Reparatursatz mit enthalten. Wenn ihr die in eurem Reparatursatz nicht habt oder wenn ihr Einzelteile gekauft habt, die muss nicht unbedingt gewechselt werden, aber die kann man natürlich hier fantastisch herausschrauben mit dem passenden Schraubendreher, um den Kanal ja, im Ultraschallgerät einfach leichter fluten zu können. Nehme ich jetzt hier mal meine Spitzzange. So, das ist die Luftdüse. Braucht ihr in dem Fall keine Angst haben, ist anders geformt als die Hauptdüse. Die Hauptdüse würde hier in diese Vertiefung gar nicht hineinpassen, weil die dicker ist. Das könnt ihr also alles problemlos rausschrauben. Und jetzt geht es gleich oben unter dem Membrandeckel weiter. Der Unterdruckdeckel ist hier mit diesen 1, 2, 3, 4 Kreuzschlitzschrauben befestigt. Ich schraube die jetzt raus. Denkt bitte daran, beim Rausschrauben den Deckel festzuhalten, denn unter dem Deckel ist ja der Schieber und der Schieber wird mit einer ziemlich kräftigen Feder heruntergedrückt. Also bitte den Deckel festhalten und alle 4 Schrauben herausschrauben. Die 4 Schrauben sind draußen und jetzt hebe ich den Deckel vorsichtig gerade nach oben ab. Da seht ihr besagte Feder. In dem Deckel ist ja eine Vertiefung, ja, da sitzt die Feder drin, um die zu führen. Die Feder könnt ihr herausnehmen. So. Und jetzt können wir den Schieber demontieren. Für später ist es wichtig, dass ihr das schon mal seht. Ja, hier ist so eine kleine Nase und das ist auch ausgearbeitet im Vergasergehäuse. Das dient dazu, dass ihr den Schieber sozusagen nicht verdreht einbauen könnt. Ihr schiebt das also einfach von unten heraus und dann kontrolliert ihr die Membran auf Beschädigung, gegens Licht halten, einfach mal schauen, sind da kleine Löcher drin. Die gibt es Gott sei Dank noch als Ersatz, verlinke ich euch auch wieder unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht es hier weiter. Die Teillastnadel soll ausgebaut werden. Da seht ihr dort unten drin 2 Kreuzschlitzschrauben und ein Loch. Das ist ganz wichtig, dass also der Unterdruck über die Membrane kommt, dass die also angehoben wird. Das müsst ihr bei der Montage beachten, dass das nicht zu ist. Ich schraube jetzt diese beiden kleinen Kreuzschlitzschrauben hier heraus und wenn die draußen sind, dann können wir die Teillastnadel hier aus dem Schieber rausrutschen lassen. Da haben wir das erste kleine Schräubchen und jetzt hier gleich Nummer 2. Ich halte jetzt hier ganz vorsichtig hinten mit dem Finger so ein klein bisschen die Teillastnadel fest. So. Brauche ich meine Spitzzange. Die Schraube heraus. Okay, kommt gleich das Blättchen mit. So sieht das aus. Und ihr achtet bitte darauf, wo die Schrauben verschraubt waren, weil der Abstand von den Löchern zum Rand ist bei den Schraubenlöchern anders als bei diesen beiden Löchern, die dafür vorgesehen sind, dass hier eben die Luft durch kann. Also hier zumindest durch eins. Ja, wenn man genau hinschaut, sieht man das. Und wenn man genau hinschaut, sieht man aber auch, falls ihr bei der Montage unsicher seid, hier ist also ziemlich deutlich der Rand von der Schraube zu sehen. Es blendet ein bisschen. Ja, super. So, das lege ich kurz beiseite. Hier drin sitzt eine kleine Feder. Die Feder hält also die
die Teillastnadel in Position und jetzt kann ich hier hinten vorsichtig auf die Nadel drücken. Und jetzt kommt die hier heraus. Bitte sehr. Auf der Nadel sitzt hier eine kleine Kunststoffscheibe mit so einer ganz kleinen Nase daran. Sieht man die? Ja. Super. Und wenn wir hier nochmal reinschauen, ganz unten, ja, das sieht man wunderbar, seht ihr links von diesem mittigen Loch nochmal ein kleines Loch und dort muss bei der Montage, fantastisch, dort muss bei der Montage diese kleine Nase hereinrutschen. Gut, jetzt haben wir das hier erstmal soweit demontiert. Ich lege das mal hier so ein bisschen nach hinten. Und am Vergaser selbst gibt es jetzt nur noch zwei Dinge. Wenn ihr hier reinschaut in der Mitte, seht ihr dieses, ich sage jetzt mal, goldfarbene Bauteil. Das ist das Mischrohr. Und das Mischrohr steckt dort nur drin. Da ist auch keine Dichtung und kein O-Ring. Ich drehe den Vergaser jetzt also einmal um. Und wenn wir Glück haben, rutscht es raus. Ja, macht es auch schon. In dem Mischrohr ist sozusagen von der anderen Seite die Hauptdüse verschraubt. Falls das nicht so leicht geht, wovon ich ausgehe, könnt ihr hier auch eine passende Schraube reinschrauben und ganz vorsichtig mit dem Hammer arbeiten. Wir können hier auch gleich mal bitte reinschauen. Hier drinnen seht ihr eine kleine Nase. Super, fantastisch. Und diese Nase sitzt in dieser Nut von dem Mischrohr und sorgt ganz einfach dafür, dass das feststeht und sich nicht, wenn ihr die Hauptdüse festschrauben wollt, mitdreht. Ja? Das heißt also, bei der Demontage nicht versuchen zu drehen, sondern direkt nach unten. Super, jetzt haben wir das soweit demontiert und es geht gleich weiter mit dem letzten Schritt, nämlich mit der Leerlaufgemischschraube. So Freunde, letzter Schritt. Hier drin sitzt die Gemischregulierschraube oder Leerlaufluftschraube oder Gemischschraube, wie auch immer. Ihr braucht hier einen 4 mm Schlitzschraubendreher und schraubt die heraus. Das ist hier eine ziemlich tiefe Montageposition. Hier haben wir jetzt den Punkt, dass die also nicht rauskommt. Wir können die nicht anpacken. Ich drehe den Vergaser jetzt also um. Macht das bitte mit jeder einzeln. Ansonsten, wenn ihr alle versucht, lose zu schrauben, fallen vielleicht Kleinteile irgendwo hin. Und jetzt haben wir hier das Glück, dass alles mit einem Mal herausgekommen ist. Ich mache das hier für euch mal einzeln. Wir haben hier einen O-Ring, wir haben hier eine kleine Stahlscheibe und wie immer vergesse ich, dass mein Schraubendreher magnetisch ist, eine Feder und die Schraube selbst. Die Spitze muss heile sein, wobei hier wiederum im Keister-Reparatursatz natürlich neue Schrauben dabei sind. Das ist die Montagereihenfolge. Bekommt ihr das jetzt nicht mit so viel Glück wie ich hier heraus? Nehmt ihr euch eine Büroklammer und biegt euch aus der Büroklammer einfach einen kleinen Haken mit einem Griff. Ja? Und dann könnt ihr, im Regelfall kommt nämlich eigentlich nur die Schraube heraus, und dann könnt ihr mit diesem kleinen Haken das Angelspiel spielen und die Feder herausholen, die Scheibe und den O-Ring herausholen. Ja, Freunde, das war die Demontage. Eine ziemlich umfangreiche Geschichte, dadurch, dass der Vergaser getrennt werden muss. Jetzt könnt ihr die anderen drei auch demontieren. Sortiert euch die Teile schön hin, dann kann der Vergaser ins Ultraschallbad. Und ihr wisst ja, wie immer, gibt es hier natürlich bei uns auch das Montagevideo. Und wenn darüber hinaus noch Fragen sein sollten, dann scheut euch bitte nicht. Schreibt einfach eine Mail, wenn ich helfen kann oder wenn wir helfen können, dann machen wir das natürlich sehr, sehr gern. Ja, ansonsten, was bleibt zu sagen? Viel Spaß, viel Glück beim Projekt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.